Hallo, schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Martin Mersberger, komme gebürtig aus der Region eigentlich hier, aus Lauf an der Pegnitz. Habe meine Jugend in der Nürnberger Mailbox-Szene verbracht, damals in den 90ern. Wir hatten da schon mal so ein Thema mit Disketten und USB-Sticks. Ja, alles lang her. Vor 20 Jahren, Pi mal Daumen, hat es mich ins Allgäu verschlagen. Arbeit seitdem die meiste Zeit in München mit dem Büro in der Landsberger 155. Mit ECAC, Kelvin Wireless, wie es alles hieß zwischenzeitlich, und ja, jetzt bei einer Firma, heißt Neos IT Solutions, macht eher Consulting für Infrastruktur, Serverbetrieb, Netzwerke, Security, lauter so ein Gedöns. Aus der Geschichte raus, weil wir aus alten Kelvin Wireless Zeiten eher noch Juniper-affin sind, hat sich vor einiger Zeit mal so die Diskussion entwickelt, wie kriegen wir das Thema Jonas Upgrades vernünftig auf die Schiene, dass es nicht immer damit endet, dass jemand mit der Nacht davor sitzt. Und darum geht's heute. Also die ersten paar Slides werde ich wahrscheinlich eher ein bisschen beschleunigen, weil ihr werdet euch alle ganz schnell wieder dabei sehen. Ja, Intro, ja, Software-Upgrades, unser tägliches Leiden. Unsere lieben Hersteller sagen, ja, Software zu alt, wenn du was an Support haben willst, geh weg, mach jetzt was Neues drauf und dann komm wieder. Andere sagen, ja, aber du wirst hier PCI-Compliance haben, du musst regular Patching in place haben. Ja, und der Kunde sagt natürlich, ja, aber bitte ohne Ausfall alles. Und ja, es ist total scheiß Job. Das will keiner machen und vor allem nicht mitten in der Nacht. In der Regel läuft es irgendwie so ab, ich könnte euch den Screen nehmen, da kann ich besser lesen. Irgendwann sucht man sich eine neue Softwareversion aus, lässt sie im Lab laufen, überlegt sich, wann ein gutes Schedule wäre, um die jeweiligen Maschinen abzugraden, sagt seinen Kunden Bescheid, dass es da vielleicht mal wackelt. Dann baut man sich seine Pläne, wie man das Ganze so vonstatten kriegt, damit es halt alles so läuft, wie es sein soll. Macht das Upgrade, macht vorher und nachher noch irgendwelche Checks und das macht man so oft, bis man mit seinem Netz durch ist. Ja, so ein typischer Actionplan, das ist jetzt angelehnt an das, was wir so tun. Ja, ihr habt es mit Sicherheit alle sehr ähnlich, auch bei euch überall. Ja, abstimmen, schauen, gucken, geht es der Maschine gut, will ich da wirklich ein Software-Update machen oder will ich erst einen JTAG anrufen? Dann hochkopieren von so einem Jonas-Image. Also ich habe es heute mal wieder gemacht. Die 4 GB können echt Zeit brauchen. Dann, ja, so Standardsachen, Backup von der Running Config, schauen, ob die Interfaces da sind, die Routing-Protokolle, BFD, was man so alles am Start hat. Wie geht es der Hardware? Das ganze übliche Zeug. Ja. Irgendwann ist man an dem Punkt, dass man tatsächlich dann das Upgrade macht und dann macht man den ganzen Checks hinten nach wieder von hinten bis vorne durch und guckt, ob das Kind noch lebt. Und wenn es irgendwas schiefgelaufen ist, ja, dann wird die Nacht kurz oder der JTAG-Support unruhig. Und irgendwann ist man an einem hervorragenden Punkt und sagt, hurra, wir sind fertig mit der Box. Ja, und morgen kommt die nächste. Wenn man sich das so anschaut, klingt es für mich auf Anhieb fast einmal ein bisschen wie so ein Playbook für ein Ansible. Ja, genau, wir sind Ansible-affin in der Firma, deswegen ist da eigentlich Ansible eher das Gesetzte. Wir sind Red Hat-lastig, da wird Ansible, Ansible Tower und ein ganzes Gedöns so hinten dran. Also war dann irgendwann mal aus unserer Unix-Ecke, ja, wollt ihr nicht euer Netzwerk auch mit Ansible automatisieren? Geh weg! Mein Netzwerk, Ansible, nee, geh weg. Ja, aber nach längerem Hin und Her haben wir gesagt, ja, das ist vielleicht gar nicht ganz so dumm, weil Ansible gibt eigentlich eine relativ schöne Struktur vor, wie man die Skripten baut, wie man Rollen anlegt, wo man Variablen deklariert, wo man Templates mit Jinja bauen kann, was auch gerade in Bezug auf Netzwerk-Configs wieder elegant wird. Ja, es hat einen Server-Background initial, aber Netzwerk kann das Ding auch richtig gut. Viele der Netzwerkhersteller supporten sehr aktiv ihre Ansible-Module und Collections. Collection Ansible ist eine Menge an Modulen in der Regel. Und man kann einfach sehr schön Playbooks über mehrere Instanzen identisch laufen lassen, basierend auf dem Inventory. Kurze Frage an die Runde. Wer hat schon Ansible selber benutzt, geschrieben? Hervorragend. Dann können wir richtig in die Tiefen gehen.
Ja, AWX, die Kurzfassung, soll ich was zum Thema AWX sagen oder habt ihr alle ein AWX? Ja, nein, vielleicht? Also AWX ist im Endeffekt die Open-Source-Version von Ansible Tower. Ansible Tower gefällt den Netzwerkleuten eigentlich immer so ziemlich gar nicht, spätestens dann, wenn es ans Commercial geht. Ansible Tower lizenziert dummerweise auf gemanagte Endgeräte und wenn man jedes Jahr, keine Ahnung, 2 Software-Upgrades macht auf der Kiste, dann muss man halt diese Kiste lizenzieren. Und wenn man so sein Netzwerk so baut hat, dann hat man so seine, keine Ahnung, 80, 100, wie viel auch immer Router, vielleicht noch ein paar CPEs dazu, dann wird es gleich mal richtig fette Summe unter der Linie. Wie gesagt, wenn man das Support-Modell von Red Hat nicht braucht, dann ist man bei AWX an einer ganz guten Adresse. Vom Stand her, von den Features her, ist der AWX eh eigentlich immer einen Ticken vor dem, was Ansible Tower hat. Ich habe es mal vermerkt, es ist im Prinzip vergleichbar mit Fedora und Red Hat Enterprise Linux. Also mit AWX ist man grundsätzlich schon auf einer guten Basis. Man kann seine Ansible Playbooks da drin importieren über meistens Git Repositories und im Workflows draus bauen oder eben die Playbooks entweder manuell starten oder schedulen. Man kann seine ganzen Credentials schön hinterlegen. Man hat eine GUI, aber man hat noch eine viel bessere API. Und der große Nachteil von Towers, wenn man so ganz von, sagen wir mal, 5 Jahre plus rechnet, ja, das Ding hat einfach damals nicht gut skaliert, weil es halt ein großer Monolith war, der immer schön rein nach seinen Playbooks abgearbeitet hat. Es hat sich in der Zwischenzeit massiv geändert, nachdem sie das Ganze eigentlich auf einen Kubernetes-Unterbau gesetzt haben und man für jedes Playbook im Endeffekt ein eigenes Execution Environment in Form von einem Pod laufen lässt. Ich sehe großes Lachen. Kommentar. Können Sie auch in schnell machen und nicht mit Containern rumfahren? Ja, mei. Ja, es ist halt so. Ja, also ich denke, das ist eher so die Variante, jede Kuh kann fliegen, es ist bloß die Frage, wie viele Raketen man dann pappt. Und es war eben der Ansatz, wir packen mal andere Raketen drunter und kriegen es dann besser hin. Eine nette Nebeneffekt ist aber schon, dass man Container Groups in AWX anlegen kann, die auf verschiedenen Kubernetes-Instanzen laufen. Das heißt, also, wenn man so sagt, ja, die komischen Unix-Leute, die können ihr Zeug machen, wie sie wollen, aber auf unser Netz kommen die nicht drauf. Dann baut man sich so eine eigene Container Group, wo man dann eben seine Execution Environments reinschedulen lassen kann. Zum Beispiel Netzbereiche, die auch dann nur Access auf die Netzwerk-Management-Netze haben und nicht auf die große, weite Welt. Also wenn es zum Thema Airgappen geht, dann ist das schon hilfreich, nennen wir es mal so. Man kann ja in Kubernetes auch dazu treten, dass es mit einem vernünftigen IPAM dann entsprechend sagt, ja, diese Container kommen immer aus einem bestimmten Adressbereich und die dürfen dann auch in die richtige Richtung. Da gibt es ja viele Mittel und Wege dazu. Dazu habe ich eigentlich jetzt nichts in den Slides, aber wenn wir darüber reden wollen, gerne. Da haben wir auch schon mal was gemacht. Gut. Und jetzt sagt es Ende der Bildschirmpräsentation. Was heißt denn das? Es ist nicht komplett. Ich brauche Netz. Tim, ich brauche Netz. Was ist denn das? Will das mich wahr? Das war der Vorführeffekt. Schöne heile Welt. Es ist ein Witz. Ah, jetzt ist sie länger. Guck. So. Ein Beispiel, wie das so ausgucken kann. So ein bisschen High Level. Man hat irgendwo sein Git Repository. Da liegen ganze Playbooks drin, Inventory, wenn man das so machen will.
da zieht sich die Playbooks, Inventory etc. daraus, lässt sie entweder manuell gestartet oder über Schedules laufen. Wenn man will, kann man auch einen Bastion-Host dazwischen haben. Und dann geht's los auf die Amit Junipe. So, dann geht's weiter. Also ich habe mal ein paar Beispiele aus unserem täglichen Leben mitgebracht, so Ausschnitte, nicht alle 5000 Zeilen. Das ist so ein klassisches Playbook, das wir anstarten, wenn wir ein schönes Upgrade machen. Wir haben einen Teil, der heißt Pre-Snapshot, das sind einfach so vorbereitende Maßnahmen und wir machen dann JSON-Snapshots von dem aktuellen Zustand von der Maschine, zum Beispiel von PGP-Neighbors, Routing-Protokolle, IIS-Adjacencies, Interfaces, FPCs etc. Nur kurz, es ist alles eher Juniper-lastig, weil wir es auf Juniper uns ein bisschen eingeschossen hatten. Man kann es aber mehr oder weniger gleichartig auch auf alle anderen Hersteller übertragen. Wie gesagt, wir sind Juniper-affin, dementsprechend ist es relativ viel Juniper-Sprech dabei jetzt. Genau, dann gibt es so ein paar vorbereitende Maßnahmen. Man guckt nochmal drüber, funktioniert die Maschine, gibt es irgendwelche Chassis-Alarms, muss man vielleicht noch einen System-Snapshot machen, will man das machen, oder einen VM-Host-Snapshot, wenn man was Neueres hat. Dann hat man den Themenblock Traffic Isolation, die Idee dabei ist, macht den Traffic weg von der Maschine. So klassische Themen wie IIS-Overload setzen, BGP-Reject einbauen in die ganzen BGP-Peers und so weiter. Vielleicht ein VRP noch disablen. Gibt es auch ein nettes Feature von Juniper. Priority 0 sagt, mach einfach, sprech VRP, aber du bist weder Master noch Backup noch sonst irgendwas. Du wirst auch nie Backup und nie Master, aber du bist immer noch da. Ist ein bisschen Non-Standard, habe ich letztens gelernt. Genau, solche Sachen machen wir dann. Und dann stellen wir fest, ja, die Maschine ist jetzt gut, wir könnten jetzt ein Upgrade laufen lassen. Ja, und wie man dann sieht, es gibt da dreierlei Varianten. Und zwar, ja, haben wir eine Routing Engine oder zwei in der Maschine. Bei einer Single Routing Engine, ja, gibt es halt nur eine zum Upgraden. Dann wird es halt auch irgendwann mal wackeln, wenn die bootet. Hat man eine Dual Routing Engine, kann man den Ansatz fahren. Man macht erst die Backup, bootet die durch, schaut, ob alles gut ist. Macht vielleicht vorher noch Gress und NSR aus. Und wenn das alles gut ist, dann switcht man auf die neu abgegradete Routing Engine, schaut, ob da noch alles gut ist und macht dann die andere Routing Engine auf dem gleichen Weg. Deswegen gibt es eben diese Idee von, wir haben einmal Backup, einmal Master. Ja, dann sollten wir beide Routing Engines auf dem aktuellen Stand haben. Dann hat sich für uns die Idee eingepflegt, ja, lass uns erst mal gucken, ob die Hardware eigentlich wieder in Ordnung ist. Sind alle FPCs da? Gibt es irgendwelche komischen Sachen, die in dem Show-Chassis-Hardware jetzt nicht mehr so sind, wie es vorher war? Vielleicht hat er da irgendwas nicht gebootet oder hat sich irgendwie verheddert oder sonst irgendwas. Das wäre ein Moment, wo ich sagen würde, jetzt hör sofort auf, weil jetzt brauchst du jemanden, der mit eigenen Augen draufschaut und es ist jetzt jenseits von dem, was die Automation kann. Ja, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Also, auf geht's, Traffic auf die Maschine. Also IIS-Overload wieder aufräumen, die Rejects, was auch immer wir sonst noch implementiert hatten für die Migration, alles wieder weg. Also soll dann wieder Traffic ankommen. Dann ziehen wir uns nochmal eine Runde Unchained-Snapshots, also sowas wie Interface-Statistiken, BGP-Peers, IIS-Adjacencies, was auch immer wir definiert haben. Validieren die, das ist dann im Prinzip der Vergleich vorher-nachher und dokumentieren, was denn da vielleicht so alles passiert ist zwischenzeitlich oder was denn nicht passt. Und ja, am Schluss wäre es vielleicht ganz nett, wenn wir noch diese Ergebnisse am Stück schön formatiert ausgeben. Ja, jetzt geht es ein bisschen in die Eingeweichte. So ein Pre-Snapshot. Da können wir jetzt ein bisschen reden. Wir benutzen die Juniper-Module, die geben ganz wunderbare Juniper-Facts, die sagt dir alles Mögliche, was denn die Maschine hat, von Hardware, von Routing-Engines, wie viele Software-Versionen und so weiter. Wie auch immer, sie haben irgendwie vergessen, einen Status zu bauen, ist es jetzt eigentlich eine VM-Host-Plattform oder ist es noch eine alte?
Warum auch immer. Also gut. Und dann ist man dann mal ein ganz interessantes Thema, wenn man so ein Command an eine Juniper schickt, als normales CLI-Command über NetConf in dem Fall, und es gibt es nicht, weil es zum Beispiel keine VM-Host-Plattform ist, dann schmeißt der erstmal einen Fehler und sagt, geh weg, red die richtige Sprache mit mir, will ich nicht, schmeckt mir nicht. Der alternative Ansatz ist, das über NetConf-PC-Calls abzusetzen. Die werden immer beantwortet und in der Antwort steht dann drin, ja, alles ist gut, das ist dein Ergebnis, wie gewünscht, oder verstehe nicht, kenne ich nicht, da ist die Fehlermeldung. Und das ist genau der Ansatz, den wir da oben machen bei dem VM-Host. Wir sagen zur Maschine, show VM-Host-Status als RPC-Call und entweder es antwortet mit einem Fehler, dann ist es halt kein VM-Host, oder es sagt, ja, herzlich willkommen, alles ist gut und schon wissen wir, ob es ein VM-Host ist. Ja, alternativ kann man auch einfach klassische Show-Commands drauf loslaufen lassen. Also wie in dem nächsten Beispiel, es macht ein Show-BGP-Summary, kriegt ein Ergebnis, wenn da drin steht, BGP is not running, dann ist es halt eine Maschine, auf der kein BGP ist. Warum machen wir den ganzen Aufwand? Wir wollten diese Skripten so generisch wie möglich halten. Also, wir haben Maschinen, auf denen läuft nur ISIS, weil es P-Router sind. Wir haben Maschinen, auf denen läuft natürlich BGP, weil es halt BGP-Speaker sind. Wir haben Maschinen, die haben ein BFD am Laufen, weil sie irgendwelche Callings haben. Wir haben aber Maschinen, auf denen läuft kein BFD, weil da halt nur Kunden dranhängen. Und dementsprechend haben wir da als erstes mal eine Runde an, ja, was ist denn auf dieser Maschine, auf der wir gerade rumturnen, eigentlich alles aktiv? Welche Checks müssen wir im Nachgang laufen lassen? Exemplarisch, dann, was dann hinterher passiert, ja, mach ein JSON-API Pre-Snapshot-Action, wenn ein BGP tatsächlich aktiv ist. Dann habe ich noch einen Copy-and-Paste-Fehler drin, weil ein Doppel-Wenn würde mir der Parser wahrscheinlich um die Ohren hauen. Ja, und so solche Blöcke mit Pre-Check, BGP, ISIS, whatever it is, eine Latte von 25 oder so Protokollen, die wir abklammern, die folgt dann eigentlich an der Stelle. Und diese ganzen Stati, was die Maschine kann und was sie nicht kann, kann man dann natürlich im Nachgang an jeder beliebigen Stelle weiter benutzen. Das sind Facts innerhalb von Ansible. Die sind immer ganz praktisch als Booleans, kann man dann sich dann so, ist eine VM-Host, dann mache ich A, ist es kein VM-Host, mache ich B. Oder has dual routing engine, mache ich A, hat es nicht, mache ich B. Hat jemand schon mit JSON-API gespielt? Erfolgreich? Es ist tricky. Also es funktioniert ganz gut grundsätzlich, aber es gibt Sachen, die sind dann ein bisschen meiner Erfahrung nach jenseits von dem, was XMLXPath kann. JSON-API ist recht XML-affin, lastig. Es macht eigentlich alles auf XML-Basis. Das heißt also, man sagt zu dem JSON-API, entweder mit einem Command, wie in dem Fall, oder wie oben als RPC-Call, liebe Juniper, bitte gib mir dieses Ergebnis. Und JSON-API sagt auch noch nebenzu, bitte gib es mir als XML-Struktur. Und über diese XML-Struktur kannst du dann verschiedene Sachen machen. Man sagt dann in der Regel, gib einem XPath mit, nach welchen Elementen such, welche Nodes in dem XML sind die für mich relevanten. Also zum Beispiel in dem BGP-Beispiel, das ist die Peer-Address. Daran kann ich festmachen, welche BGP-Peers gibt es hier. Und in dem Test steht dann auch drin, ja, wenn vorher Pre und nachher Post identisch ist, ist alles hübsch. Und wenn es halt unterschiedlich ist, dann ist halt ein Fehlerzustand. Man kann sich in dem XPath ziemlich austoben, stolpert dann aber irgendwann mal wieder über die lustige Situation, dass es in irgendeiner neueren Juno-Version plötzlich so Situationen gibt, dass sie XML-Schemas definiert haben, über die der XPath-Parser drüber fällt und dann
wundert man sich, dass es, obwohl es eigentlich ein valider XPath nach XPath 2.0 ist, halt doch nicht funktioniert. Also wie gesagt, es ist ein bisschen a beast. Ähnliches Beispiel ist unten mit VRRP. Da ist aber der Unique Key nicht einer, wie oben bei BGP, das ist einfach die P-Adresse, sondern bei VRRP habe ich zwei Unique Identifier, also der Identifier ist die Kombination aus Interface und Group. Man kann VRRP-Groups ja auch mehrfach benutzen. Genau, und dann funktioniert das Ganze similar. Und diese Snappy-Test-Files, die werden dann immer wieder referenziert, wenn man den Pre-Check macht, den Post-Check macht und Validate. Ihr benutzt immer wieder das gleiche File. Er legt sich dann auch diese Zustände, die er bei dem jeweiligen Lauf angelegt hat, irgendwo ab in irgendeinem Temp-Verzeichnis. Wenn das Temp-Verzeichnis nicht existiert, dann stirbt er mit einer komischen Fehlermeldung, von der keiner weiß, was es eigentlich bedeuten sollte. Wenn er nicht reinschreiben kann, weil zum Beispiel man auf seinem Kubernetes-Cluster ganz plötzlich mal Container-Policies oder Pod-Policies aktiviert hat und der Ansible-User, der mit UID 0 da unterwegs ist, aber da doch nicht UID 0 ist und plötzlich in diese Verzeichnisse nicht mehr schreiben kann, ja, ist dann traurig. Gut, ein Beispiel, was passiert bei so einem Post-Check. Wie gesagt, es ruft im Endeffekt auch wieder nur dieses JSON-Happy-Test-File auf. Aber eben dann in der Action Post, heißt also, er macht den ganzen Test genauso nochmal, aber sagt ja, okay, das ist ein Post-Check, legt es woanders ab. Und auch hier wieder so eine Condition, ja, wenn der BGP-Status nicht abwesend ist, also BGP an ist, so ein bisschen rückwärts gedacht gewesen in dem Moment, nur dann, also wenn kein BGP drauf ist, dann macht der ganze Test keinen Sinn, dann lassen wir es einfach bleiben. Ab und zu ganz sinnig, einfach mal raushusten zu lassen, was denn der JSON-Happy da eigentlich gerade gemacht hat. Es gibt so Situationen, wo man dem XML ein bisschen helfen muss. Also ich hatte den Fall mal mit einem BFD, wo ich das Interface als Referenz hatte und das BFD aber vorher nachher nicht genau so war, wie es hätte sein sollen und plötzlich stirbt der JSON-Happy mit, ja, ich wollte da in einen XML-Key reinschauen, den ich gar nicht hatte oder den gibt es hier nicht und jetzt ist alles schlimm. Wie gesagt, man sieht es relativ gut, wenn man sich die Ausgabe von dem JSON-Happy einfach mal rausschreiben lässt. Gut, jetzt haben wir einen Pre- und Post-Check, die Validation. Ja, da sagen wir zu dem JSON-Happy, bitte mach einen Check. Das sind Testfile und so weiter, wie gehabt. Und was auch immer das Ergebnis ist, damit kann man was anfangen. Das sieht man dann da unten. Ja, mach einen Assert, wenn alles gut ist. Oder mach eine Fail-Message, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und Ignore Errors True ist tatsächlich eine Variante, die wir gerne benutzen in diesen Validations. Nur weil ein BGP-Peer jetzt gerade nicht da ist. Es ist zwar traurig für den Peer, aber deswegen wollen wir das ganze Playbook nicht einfach sterben lassen. Es gibt da einfach Situationen, wo man das Gegenüber nicht kontrollieren kann. Deswegen ignorieren wir dann gerade in diesem Validation-Teil gerne die ganzen Fehler, damit das Playbook weiterläuft und schauen am Schluss nach, ja, was ist denn eigentlich alles ignored, weil das sind dann Ignored-Fehler in Ansible. Was wurde ignored? Ist es schlimm? Ist es nicht schlimm? Wenn nichts ignored ist, ist die Welt in Ordnung, ist weiterschlafen. Ist ignored was da, dann wäre es einfach der Moment, wo man schauen muss, eigentlich alles gut, Box läuft, macht Sachen, aber irgendwas wurde ignoriert, müssen wir vielleicht mal gucken, ob da vielleicht nicht auch noch irgendwas ist, was einen Tritt braucht. So, es ging um Erfahrungen. Ja, Test Cases und Conditions. Wenn man so Test Cases schreibt oder sich überlegt, dann gibt es eine Riesenmenge an Test Cases, wo man sagt, ja, da gibt es schwarz und weiß. PGP ist up, established, alles ist gut. Interfaces sind up, alles ist super. Vorher, nachher, alles ist schön. Aber dann gibt es eben noch einen ganzen Sack voll an so Conditions, wo man sich mal Gedanken machen muss, macht der Test überhaupt Sinn? Wir hatten da mal eine längliche Diskussion.
Da ging es um so Brass-Router, die in einem Clusterverbund gelaufen sind, wo man ein Software-Upgrade gemacht hat. Danach waren natürlich alle Sessions weg. Ist ja klar, die Kiste hat gebootet. DSLer haben sich auf den verbleibenden Knoten von dem Cluster verbunden. Und wenn nicht gerade jemand zufälligerweise sich neu verbinden würde, wird auf diesem Knoten keiner mehr ankommen. Auch wenn der jetzt frisch abgegradet worden ist. Ist das jetzt ein Fehler? Oder was wäre denn jetzt ein Kriterium zu sagen, ja, wie viele Connections müssen wir haben? Müssen jetzt da ein Subscriber da sein oder 10%, 20% von vorher? Oder wissen wir, wann diese Subscriber zurückkommen? Oder macht der Test überhaupt Sinn? Also es gibt so eine ganze Menge an Testszenarien, wo es nicht so das klassische Schwarz-Weiß gibt wie in einem Established BGP-Peer. Wo es am Schluss bei der Diskussion damit geendet hat mit, es ist egal, wir machen den Test einfach nicht mehr. Weil wir finden kein vernünftiges Kriterium, wo man sagen kann, ja, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum müssen wir eine bestimmte Anzahl an Subscriber haben. Haben wir nicht. Ja, wenn ich zufälligerweise 10 Minuten später die nächste Maschine aus dem Cluster abgegradet wird und demnach dann die ganzen Subscriber jetzt wieder neu verteilt werden, dann kann es auch sein, dass da eine halbe Stunde, eine Stunde keiner neu ankommt. Und demnach ist es einfach ein schlechtes Kriterium. Wir können dann nicht bis zum jüngsten Tag warten, um zu sagen, ja, jetzt ist das Upgrade erfolgreich, weil es hat sich jetzt endlich ein Subscriber verbunden. Ein anderes Beispiel, das wir irgendwann mal gefunden hatten, da wollten wir gucken, wie denn die ActiveIA-BGP-Routen sich so verteilen. Ja, die sind vorher ist halt ziemlich viel Traffic über die Maschine gelaufen, nach dem Upgrade halt nicht, weil die andere Maschine, die nebendran gestanden ist, eben gleiche IGP-Metriken hatte. Der Active Fast ging eben über die andere rüber und demnach waren halt da deutlich weniger Active Routen. Ja, ist halt so. Macht es deswegen Sinn, dann zu gucken, wie viele Active IBGP-Routen man hat, mit vorher, nachher. Muss man überlegen, wie man es, an was man es festmachen will, ob es so für einen funktioniert oder ob man es bleiben lässt oder ob man ein anderes Kriterium findet. Unser anderes Kriterium war am Schluss, wir gucken nach, wie viele Routen wir insgesamt in der Routing-Tabelle haben und zu sagen, okay, wir haben, ja, DFZ, was haben wir gerade? 800.000, 900.000 Routen, Pi mal Daumen, wenn auf der Box mindestens 80% von der DFZ da sind, wird schon passen. Da kann so viel nicht fehlen. Experience mit Junos. Ja, manchmal ist es ein bisschen ein Trauerspiel gewesen. Ja, aber hat diese wunderschönen NetConf-RPC-Calls. Ja, die sind super. Das ist elegant. Es ist schön. Es funktioniert. Es ist nicht komplett. Also es gibt Kommandos. Die sind einfach nicht als RPC-Call implementiert. Die sind vielleicht in Junos 21 implementiert oder 22, aber vielleicht nicht in dem Junos 20, das man gerade upgraden will. Man stellt dann plötzlich fest, man macht so ein System Storage Cleanup, Routing Engine Bose auf der CLI, funktioniert super. Okay, und jetzt bitte das Ganze als RPC-Call und stellt fest, ja, es macht nur die Routing Engine, auf der ich gerade verbunden bin, aber ich kann nicht sagen, beide Routing Engines oder die andere, das wäre ja auch eine Option auf der CLI. Es gibt da so eine Differenz. Die sind nicht immer alles so aktuell als RPC-Call verfügbar wie auf der CLI. Ja, das nächste Thema, was immer ein bisschen schmerzhaft ist. Es gibt einfach unterschiedliches Verhalten von den Maschinen, je nachdem, welche Maschine es ist. Also wenn ich einfach über die ganze Bandbreite von den MXen schaue allein, da sehe ich solche Maschinen wie MX80 oder 104, die keine System Snapshots können, also können schon, aber bloß wenn ein USB-Stick dran steckt. Dann haben wir so die großen Eisen, die natürlich beliebig viele Snapshots machen können auf lokale Disken. Dann haben wir VM-Hosts, die eigentlich auch System Snapshots können, aber die eigentlich keinen interessiert, weil man eigentlich VM-Host-Snapshots machen will. Und demnach endet man dann plötzlich in einer Aneinanderreihung von eigentlich gleicher Funktion in unterschiedlichen Calls, die mit einer Sammelsurium von, ja, wenn es ein VM-Host ist, dann macht dieses. Wenn es kein VM-Host ist, ist folgendes. Wenn es aber eine 80104 ist, dann mache ich es gar nicht. Und wenn es Dual Routing Engine ist, dann ist sowieso wieder alles anders. Es bläht den Code
unsagbar auf. Es ist hässlich. Und wenn man dann, das ist, okay, wir hatten dann einen Teil mit System Snapshots, das ist echt ein gutes Beispiel. Da hat man am Schluss irgendwie 6-mal den gleichen Call, also in 6 Geschmacksrichtungen, für jeweils dem, wie es die Maschine jetzt gerade haben will. Ich habe es dem Juniper SE letztens mal gesagt, dass das doch vielleicht ganz hübsch wäre, und er hat gesagt, ja, das wäre echt hübsch. Ja. Ja, dann, genau, Hardware-Features, ja, das ist genau die gleiche Mühle wieder. Ja, habe ich eine 80 oder 104, die halt ja gerade nur rumsteht, gerade 104 sind ziemlich viele im Zoo unterwegs, ja, dann verhalten die sich einfach an verschiedenen Stellen unterschiedlich wie jetzt eine 69. Und nicht, weil es anders schon ist oder weil die unterschiedlich alt sind, ja, sind genauso frisch aus, von der Palette runter wie alle anderen auch, aber sie verhalten sich einfach anders. Da macht es schon, es ist halt nicht so. Ist halt so. Und dann geht es wieder los. Ja, wenn es eine 104 ist, dann mache ich es so oder mache ich es gar nicht. Und wenn es eine 480 ist oder eine 69 ist, dann ja, egal. Ja, und dann hat schon uns was ganz Tolles Neues beschert. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich glaube, jetzt zieht es mir einen Stecker. Da hat man eine tolle 69 mit der super aktuellen Routing Engine, mit VM-Host und alles ist super. Und dann sagt man so, und jetzt rebootet die zweite. Und er sagt, nö. Ja, also es gibt den RPC-Call dazu. Der rebootet die aktive, auf der man verbunden ist. Es gibt einen CLI-Command. Das kann man auch benutzen über die NetConf-CLI-Variante. Und dann sagt die CLI zu einem, willst du das wirklich? Sag jetzt ja. Aber das ist eine Variante, die NetConf einfach nicht kann. NetConf kann nicht hin und her reden, sondern NetConf sagt ein Request und es gibt eine Response. Da ist nicht ein. Aber wenn die Response sagt, ja, dann mach noch einen zweiten NetConf-Call, ist halt nicht. The Workaround, jetzt erinnern wir uns fast wieder an alte Zeit mit Expect. Mach eine NetConf-CLI-Command, geh dahin, sag, was du tun willst. Wenn ein Prompt kommt, das heißt irgendwas mit Reboot, dann sag ja. Also, ich muss sagen, als ich das gesehen habe, war ich echt ein bisschen entsetzt, weil das ist eine Funktion, die haben sie in den ewigsten Zeit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Da kann man es einfach machen. Und dann kommt eine neue VM-Host-Plattform und da geht plötzlich sowas nicht mehr. Also es war echt ein bisschen ein Schritt zurück. Und solche Stellen gibt es mehrere. Also Snapshots deleten, glaube ich, ist auch so eine Variante. Oder irgendwie Routing Engine switchen. Plötzlich fragt das Ding wieder nach, willst du das wirklich? Natürlich will ich das, weil sonst würde ich es nicht machen. Und es gibt kein minus force oder minus jetzt mach einfach oder frag nicht dumm oder nee, er fragt. Ja. Ansible Collections, das ist auch so ein Thema. Ja. Also das Juniper Device Collection hat halt einen Sack voll Dependencies. Ja, ist klar, die benutzen halt einfach Bausteine, die schon existieren. Also dann gibt es das schöne PyEasy von Juniper, selber entwickelt, funktioniert hervorragend, wenn die Dependencies passen. Und irgendwann stellt man dann fest, ja, also es gibt irgendwie komische Effekte, also Fehlermeldungen, die irgendwie gar keinen Sinn machen, um dann irgendwann später auf GitHub zu finden, ja, wenn du jetzt bei dem Python die Kryptographie mindestens Version 35, aber nicht mehr wie 37 machst, dann funktioniert es auch. Ja, es war ernüchternd. Und es gibt eben, wie gesagt, schräge Fehlermeldungen, wo nach auf alles Mögliche zeigen. Also meine erste Vermutung war, ist auch so ein Klassiker, man hat ein SSH-Rate-Limit auf der Juniper und die NetConf-Calls, die kommen halt wirklich Tag, Tag, Tag. Ja? Und damit stößt man da schon mal oben an. Das war so die erste Vermutung, aber die Fehler kamen auch, obwohl ich die einzige Verbindung auf der Maschine überhaupt bin in der letzten Stunde. Und dann nach langen Suchen findet man dann sowas. Ja, JSNappy ist ein, ich nenne es mal Beast at its own. Ja, es ist ein bisschen zickig im ersten Moment. Es erwartet sein Config-File in etc JSNappy, JSNappy CFG. Wenn es nicht da ist, dann ist es zickig. Sagt es aber nicht. Macht halt einfach nicht. Logging-File möchte es auch als YAML da nebendran liegen haben. Und dann definiert man diesen Config-File. So, ja, wo liegen deine Test-Files und wo schreibst du deine Logs hin und das ganze Zeug. Ja. Und die Verzeichnisse müssen auch existieren. Das JSNappy ist auch wahnsinnig zickig, wenn das Zeug nicht existiert. Und doch viel schlimmer, wenn es nicht beschreibbar ist. Dann stirbt es einfach mit kommentarlos, also auch im Debug mit kommentarlos. Und ja, dann ist es traurig.
Wenn man diese ganzen Themen umschifft hat und dann auch noch seine XML-XPath-Statements so bauen kann, wie man sie will und es auch tatsächlich so funktioniert, dann ist es toll. Es ist echt toll. Wir haben teilweise eigentlich generische Tests als JSNappy-Tests geschrieben, weil es einfach sehr elegant ist. Macht einen eleganten Code, ist gut zum Pflegen. Diese Pre-Check, Post-Check, Validate-Option ist einfach super, wenn es mal funktioniert. Execution Environment, ja, braucht man halt auch. Und das Execution Environment hat halt sehr viele Dependencies auf dem Kubernetes, was unten drunter liegt. Ein klassisches Thema sind Container Pod Policies, die dann plötzlich den Root nicht mehr root sein lassen. Und dann plötzlich in irgendwelche Verzeichnisse nicht mehr schreiben lassen. Und dann ist JSNappy wieder traurig. Die Erfahrung zeigt, die Idee mit den Execution Environments ist gar nicht ganz dumm, weil diesen ganzen Python-Versions-Hickhack, den man so hat, den steckt man halt in das eine Execution Environment rein, den man für sein ganzes Turnip-Gedöns benutzt. Und damit ist es schön isoliert, da kann dann der Kram so passen, wie er ist, und alle anderen haben keine Schmerzen damit. Okay, und wenn das alles der Fall ist, dann läuft's. AWX GUI, ist halt eine AWX-GUI. Ich habe dann irgendwann auch meine Workflows baut, die irgendwelche Tickets aufmacht, zumacht, schaut, ob die richtigen Statis da sind und da noch ein kleines Screenshot von irgendeinem Software-Upgrade. Wir lassen da auch einfach mal fürs Log-File mal so Interface-Statistiken mitlaufen, weil wir nämlich die Log-Files aus dem AWX auch in das Ticket vom Upgrade mit reinpappen. Heißt also, wenn man irgendwann mal nachschauen will, was ist denn eigentlich da schiefgelaufen oder war das auf dieser Generation Maschine schon immer so, dass da irgendwelche komischen Effekte waren, dann hat man einfach einen schönen Trail, wo man nachgucken kann. Hat man schöne Doku. So, das war's dann auch schon von meiner Seite. Jetzt kommt ihr dran.